Hallo Community, heute, heute ist der mystische Arschlochabend, okay? Okay Mann, das ist doch nicht so, das ist doch nicht so angsteinflößend begonnen. Das wird noch. Das wird noch, ja, das wird noch. Heute kommen eure Horror-Stories dran, okay? Und wir dachten, wir gehen so nach der Reihe vor, da haben die erste E-Mail aufgemacht. Ja, und die ist extrem lang, Digga. Ja, Lena hat sich da reingehängt in die E-Mail. Wir schauen mal, ob im Podcast genug Zeit ist für diese Story. Das ist echt hardcore. Ja, ich würde mal sagen, wir nutzen unsere Vorteile in diesem Video und ja, nutzen Reportagens erotische Stimme aus, damit er das vorliest. So, ich fange einfach an. Wir fangen jetzt einfach an. Ne? Ist ja neu für uns. Ne? Wir fangen einfach an. Hallo Alim, hallo Billy und auch hallo an diese krasse Community. Bevor ich euch meine Story schildere, möchte ich euch hiermit ein großes Dankeschön aussprechen. Ihr schafft es mit euren Videos und eurem Engagement für eure und jetzt unsere vereinte Community immer Content und Unterhaltung zu liefern. Also bis hier habe ich schon ein bisschen Angst, Digga. Alter, das hat echt in meinen Eiern gekribbelt, Alter. Holy shit, Alter, boah. Also als sie gesagt hat, Alim und deine Community, so da mein Schwanz zuerst und dann meine zwei Eier. Also Alim und die Community. Okay. Ohne jeden Wedenzwang, okay. Dieses Video oder, nee, diese Videos oder Streams lassen mich dann die Realität für diesen Moment vergessen und oft genug bringt ihr mich mit eurem Humor zum Lachen. Also, danke. Besonders Dank. Das ist natürlich sehr, sehr angsteinflößend jetzt an der Stelle. Ja. Also ich muss sagen, ich kenne gar keine Lena, es sei denn, die heißt anders. Lena Zombie heißt sie immer in Streams oder in Dings. Die ist sehr oft dabei eigentlich. Ja, aber ich glaube bei mir nicht, oder? Ich merke jeden Namen im Live-Chat. Aber du wirst ab heute auch bei Reportagenstufe da unten sein, Alter. Na Mann, ich sehe jetzt immer, die Leute haben aus Klassenfahrt jetzt Kellerfahrt gemacht in den Kommentaren. Mann, so muss das sein, Alter. Okay, besonderen Dank muss ich dir, Alim, aussprechen. Durch dich habe ich immer wieder neue Motivation, trainieren zu gehen. Auch wenn ich nun weiblich bin. Haha. Ich denke, du hast mittlerweile gesehen, dass ich auch 23-Jährige in die Tasche stecken kann beim Bizepsmessen. Oha, Alter. Ja, dicker was. Der hat Bizeps in mein rechtes Ei, Alter. Ja, Mann. Du bist so lustig, das ist so ekelhaft. Auf Instagram habe ich dir einen Screenshot von einem Arm. Okay, wir hören hier auf. Nein. Das Screenshots, also da ist Tim sich deep gegangen. Fang mit der Story an, Bruder. Soll ich? Ja, die Story. Okay, jetzt düstere Stimmung. Horror-Hintergrundmusik okay, an. Go. Okay, aber danke Lena für die schönen Worte. Dankeschön, ja. Lena. Und jetzt wird's horrormäßig hier. Okay, meine Horror-Story versuche ich erzählerisch zu schreiben, damit ihr das, falls es drankommen sollte, vorlesen könnt. Marshall. Die Story, die ich euch hier schildere, ist so wirklich passiert. Ah, okay, also wir müssen nicht erraten, ob es echt ist oder stimmt. Ja, das ist, also jetzt bin ich gespannt. Ja, da kann die Community nicht mitraten, aber Horror-Stories, ihr könnt trotzdem mitraten, ja, vielleicht lügt sie auch. Ja, vielleicht. Also okay. Ja. Mann, es wird irgendwie nicht horrormäßig, Mann. So, jetzt aber. Jetzt. Ich kann sie mir bis heute nicht hundertprozentig erklären und ich habe auch keine Zeugen, das ist immer so die Ausrede, ich habe sie schon meinen Eltern erzählt und nach Indizien gesucht, die meine Erfahrung erklären. Doch ich habe bis heute nichts gefunden. Ich erkläre euch zum Schluss, zu welchen Lösungen ich gekommen bin. Okay? Hört sich auf jeden Fall jetzt schon mal ein bisschen spannend an. Das ist interessant, ja. Ja, in der Zeit, in der ich diese Erfahrung gemacht habe, war ich 14 Jahre alt. Damals hatte ich mein Bett in meinem Zimmer noch so stehen, dass ich, auch wenn ich gelegen bin, direkt aus meinem Zimmer in den Keller schauen konnte. Nein, da steht in den Flur, Digga. Was ich noch hier an der Stelle ziemlich angsteinflößend finde. In dieser Zeit war ich 14 Jahre alt. Wir haben Zuschauer, die älter sind als 14. What the fuck? Also das jagt mir wirklich Angst. Also,
Also, wir werden niemals Fame, Bruder. Der also, Älteste aus meiner Community ist 44, Digga. Bei mir ist ein, der ist ein der 62-Jähriger. Der schaut die Livestreams immer mit seinen vier Kindern. Das ist ein Ehrenmann, Alter. Ja, Mann. Das ist gut gemischt bei uns. Okay, also nicht Keller, sondern Flur. Zimmer, in dem Flur schauen konnte. Ich habe mein Zimmer im oberen Stock. Nur mein Bruder... Ah, nee. Damals war es noch so, dass meine Zimmertüre nachts offen war. Ich hatte also die ganze Nacht einen sehr guten Blick auf den Flur. Okay. Ich habe mein Zimmer im oberen Stock. Nur mein Bruder hat in diesem Stockwerk noch ein Zimmer. Meine Eltern schlafen im unteren Stockwerk, welches nochmals durch eine Tür getrennt ist, da unser Haus damals ein Haus für zwei Familien war. Ey, das ist so viel Text. Ich muss gucken, dass ich nicht immer in den Zeilen verrutsche. Lichtschalter. Nee, weil Familie war. Ah, eine andere wichtige Information, die ich noch erwähnen sollte, wäre die Form des Lichtschalters. Ich bin mir sicher, die handelsüblichen Lichtschalter drückt man normal an oder um. Wenn man also das Licht anschaltet, muss man ihn umlegen, so dass er sich bewegt, wenn man den Lichtschalter ansieht. What the fuck, Alter? Das habe ich nicht verstanden, Digga. Was? Okay, ich lese einfach mal weiter vor. Kann man auch sehen, dass man ihn umgelegt hat. Da die Schatten nun auf ihm anders zu sehen sind, da man den einen Teil des Schalters weiter eindrückt und der andere Teil etwas rauskommt aus der Verankerung. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Hm. Verstehen wir das, Digga? Hm. Hm. Also ich noch nicht. Aber ja, ein mystischer Lichtschalter auf jeden Fall. Ja. Ein okay. Mystischer. Bist du jetzt bei, wie gesagt, lag ich an diesem Abend, oder? Ja, genau. Ja, gut, ich lese dann mal ein paar Zeilen hier weiter. Mhm, gerne. Und du kannst mystisch mitraten, Allah. Mhm. Wie gesagt, lag ich an diesem Abend wieder in meinem Bett. Es war dunkel und ich habe mir natürlich wie immer einen Finger gegönnt. Sowohl in meinem Zimmer als auch draußen im Flur hörte ich Kaspers aus dem Keller schreien. Digga, du darfst das nicht umändern. Okay, ich lese es normal, okay. Wie gesagt, lag ich an diesem Abend wieder in meinem Bett und es war dunkel, würde ein Türke jetzt sagen. Okay, es war dunkel, sie hat nur dunkel geschrieben. Sowohl in meinem Zimmer als auch draußen im Flur. Ich bin schon immer ein sehr nachtaktiver Mensch gewesen, das war bereits circa 1 Uhr nachts. Schlafen konnte ich wie immer nicht und lag deshalb noch lange wach, einfach nur in meinem Bett. Es ist so schwer, keine Witze jetzt zu reißen gerade. Den Blick auf meine offene Tür, da beginnt das, was ich mir bis heute nicht erklären kann, Amanakoyum. Amanakoyum war von mir, okay? Im Flur ging das Licht an und ich habe ungefähr 2 Schritte gehört. Okay. Und da begann das, was ich mir bis heute nicht erklären kann. So, das war meine... Ich bin in der Zeile verrutscht. Im Flur ging das Licht an. Und ich habe ungefähr 2 Schritte gehört, okay? Und da begann das, was ich mir bis heute nicht erklären kann. Okay. Steht da. Krass. Im Flur ging das Licht an und ich habe ungefähr... What the fuck? Ich lese das zum 4. Mal jetzt. Ich will in der Zeile von... Am besten, man sollte den Text einblenden. Nicht, dass die Leute denken, wir sind zu blöd zum Lesen. Leute, das ist so viel Text. Ich habe meine Brille seit 2 Tagen verloren. Ich kann kaum lesen, Alter. Und ich bin Zyklop. Ich habe nur ein Auge. Viele wissen egal, das nicht. Egal. Wir lesen weiter. Und ich hätte meinen können... dass sich der Lichtschalter in meinem Blickfeld umgelegt hatte. Achso, sie meint, sie hatte den Lichtschalter damals. Man sieht das, wenn man... Kennst du diese alten Lichtschalter? Da kannst du rauf und runter klappen. Ja, sie meint, meine Mom kennt die. Genau. Billys Mutter ist natürlich eine gottesfürchtige Frau. Sie hat noch immer diese alten Lichtschalter. auf jeden Fall, da es aber spät war, habe ich es unwahrscheinlich abgetan und habe geglaubt, dass mein Bruder wach geworden ist und vielleicht auf die Toilette zu gehen. Wenn man den Flur entlang geht, kann man zum Zimmer meines Bruders gelangen. An seinem Eingang war ebenfalls ein Lichtschalter für den Flur. Da unsere Zimmer nebeneinander lagen, konnte ich es nur vermuten, dass er es gewesen sein musste. Da es nicht in meinem Blickfeld lag. Und um zum Badezimmer zu kommen, musste er an meinem Zimmer vorbei. Also habe ich still gewartet, bis er an meinem Zimmer vorbeiläuft. Keiner lief an meinem Zimmer vorbei. Und das Licht ging wieder aus. Dann
Da würde jetzt Dez Becker seine Augenbrauen richtig anspannen, wenn das passiert wäre bei ihm, Alter. Wieder so. War da niemand. Diesmal hätte ich schwören können, wie Arafat der gottesfürchtig ist. Okay, das mit Arafat war von mir. Okay. Da steht hier nicht. Okay, steht hier nicht, sorry. Diesmal hätte ich schwören können, dass sich der Lichtschalter, auf den ich sehen konnte, sich bewegt hatte. Ich glaube, ihr könnt jetzt euch in die Situation verrutschen. Also so ein Lichtschalter, den man sieht und so rauf und runter, diese alten Lichtschalter, der bewegt sich auf jeden Fall. Okay, das ist natürlich sehr mystisch. Das ist mystisch. Entweder war man auf 13 Promille oder hat sich ein bisschen JJ gegönnt. Oder, oder. Ich hab gedacht, da kommt jetzt ein SWAT-Team durch den Flur oder so. Oder da war so ein Singer Diego dran, Alter. Da, also im Flur, wie Michael Jackson bei der South Park-Folge, weißt du noch so. SpongeBob so die ganze Zeit. Hype is real. Das würde zum Schwamm irgendwie super passen. So, wo sind wir denn? Da es wieder dunkel war, konnte ich das nicht länger prüfen. Ich wollte die Sachen schon abtun, als das Licht wieder anging. Also, meinst du ihre Kleidung? Okay, hier wird's erotisch. Ich rief den Namen meines Bruders laut, sodass er es gehört hatte. Wenn Billy. Er wach... wir nennen den Bruder einfach... Billy. Nicht Billy, na, der Name ist zu ehrenhaft, Mann. Ja, wir nennen dann Billy. Willy, ja genau. Really? Willy! Hallo, Schatzen! Ich rief den Namen meines Bruders laut, sodass er es gehört hätte, wenn er wach und im Flur gestanden hätte. Also war da halt niemand. Niemand hat mir geantwortet. Ich war noch nie sehr ängstlich gewesen. Mich hat schon früh das Thema Horror und Geister interessiert, weshalb ich mich fast schon selbst therapiert hatte und kaum mehr Angst hatte. Ich wartete also ab. Unerwartet früh ging das Licht also wieder aus und mein Interesse war nun vollkommen geweckt. Denn in immer kürzeren Abständen ging das Licht immer wieder an und aus. Immer noch konnte ich auf den Schalter sehen, der sich nun vor meinen Augen immer wieder von selbst bewegte. Natürlich hätte ich selbst nicht gedacht, dass ich so etwas einmal erleben würde, weshalb ich... fasziniert wie erfroren dem Schauspiel zugesehen habe, das ich mir nun bot. Stell dir vor, so Schalter geht so an und sagst, ne, 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 ne. Sie liegt so da und gönnt sich so ein Schauspiel. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Also der Schalter ging an und aus einfach so von alleine, mehrmals. Okay, krass. Okay, lese jetzt mal weiter von hier. Der Schalter wurde immer schneller. Ich habe keinen Plan, Digga. Der Schalter wurde immer schneller. Ist sehr entspannt, ich höre gerne zu. Der Schalter wurde immer schneller aus- und angeschaltet, so dass es nur kurz dunkel war und ich sehen konnte, wie er wie von Geisterhand betätigt wurde. So was nennt man einfach Stromausfall, Digga. Aber der Schalter geht halt an und aus, weißt du, was ich meine? Also der bewegt sich mechanisch halt. Ja, so ein leichter Stromdefekt. Ja. Aber der wird sich ja nicht bewegen, oder? Ach, der bewegt sich. Der bewegt sich, das ist dieser, den du nach oben und nach unten kippen kannst, den Schalter. Dieser ganz alte krass. Noch. Ja, die habe ich auch noch. Scheiße. Das ging dann so weit, dass das Licht so schnell an- und ausging, dass es what war schon... What the fuck, Alter? Ja, wie in diesen Strobolichter in den Clubs aussah. Strobolichter. Es tut mir leid, mein Deutsch ist not very good. I just came yesterday in Germany. All I can eat is halal Mackfish. Strobo, das ist glaube ich, ja keine Ahnung, ich kenn's auch nicht, Digga, und ich bin Deutscher, also brauchst du dich nicht schämen. Jetzt konnte ich es auch deutlich sehen und egal wer mir sagen möchte, dass ich mir das nur eingebildet habe, ich kann es bis heute noch vor mir sehen. Der Schalter wurde wie von Teufel besessen immer wieder von allein umgeschaltet. Das ist gruselig, Alter. Ja, es ist gruselig. So unerwartet, wie alles angefangen hat, hat es auch aufgehört. Innerhalb einer Minute ging das Licht aus und blieb es auch. Langsam habe ich mich dann aus meiner Starre gelöst. Ich hatte noch immer die zwei Schritte im Hintergrund, die ich anfangs gehört hatte, aber meine Neugierde war zu groß, also bin ich aufgestanden, um das Hauptlicht in meinem Zimmer anzumachen. Das hat gereicht, um auch den Flur genügend auszuleuchten. Und von hinten kam Rapslap! Na, Spaß. Okay. Der hat kein Shoutout verdient. Na, okay.
Vorsicht, habe ich dann rausgeschaut. Was? Vorsichtig, habe ich dann rausgeschaut. Aber da stand niemand. Ich bin also langsam nach draußen gelaufen und habe die Treppe nach unten geschaut, wo es in den unteren Stock ging. Auch da war niemand zu sehen. Und die außer Manuel mit der Machete. Okay, das wird mir echt Angst sein. Als letztes habe ich in das... Naja, okay, weißt du, wieso Manuelsen? Du würdest ihn nicht sehen in der Dunkelheit. Alter. Als letztes habe ich in das Zimmer meines Bruders geschaut. Dieser lag schlafend in seinem Bett. Auch als ich nochmals in normaler Lautstärke seinen Namen gesagt hatte, reagierte der Bruder nicht. Er konnte es auch nicht gewesen sein, sonst war niemand im Haus. Vollkommen verwirrt bin ich dann im Flur gestanden und habe überlegt, da in unserem Flur ein Sicherungskasten hing, habe ich dann auch noch diesen gecheckt, um sicher zu gehen, dass nicht einfach nur eine Sicherung durchbrannt oder rausgesprungen war. Beides war nicht der Fall. Tja. Oha, paranormale Aktivitäten, Digga. Das ist echt paranormal Activity, Alter. Weißt du, wo wir sind? Ja. Ja, lies mal weiter. Unsicher bin ich also wieder in mein Zimmer, habe das Licht ausgeschaltet und mich in mein Bett gelegt. Als ich mich in mein Bett gelegt habe, habe ich von Alim geträumt. Als ich wieder aus dem Nix zwei Schritte gehört, okay. Also das mit Alim stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Habe ich wieder aus dem Nix zwei Schritte gehört. Dann war es wieder still. Ich habe so schnell es nur ging das Licht neben meinem Bett angemacht und in den Flur geschaut. Aber auch in diesem Fall war niemand zu sehen. In dieser Nacht bin ich noch lange wach gelegen. Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, was das alles zu bedeuten hatte. Und ich kann es mir bis heute nicht erklären. Ich habe es auch am Morgen meinen Eltern erzählt. Die meinten, dass ich mir das sicherlich nur eingebildet habe. Aber das kann gar nicht sein, denn meine Rufe nach meinem Bruder hatten sie gehört. Auch als ich meinen Bruder gefragt habe, meinte dieser, dass er nicht mehr aufgestanden war. Er hatte verwirrt gewirkt, als ich ihn gefragt habe, ob er um diese Uhrzeit noch wach war und mir bestätigt, dass er nicht mehr wach war. Als ich mich versichert habe, dass er mir nicht einfach doch einen Streich gespielt hatte, hat er das wieder verneint. Mein Bruder ist eine sehr ehrliche Person. No homo. Gott, ich weiß jetzt nicht, warum ich no homo sage. Das passt ja eigentlich gar nicht. Also habe ich ihm das auch geglaubt. Ich habe mir das nicht vorgestellt, ich bin wach gewesen, habe es miterlebt und habe daraufhin auch nach möglichen Erklärungen gesucht. Außerdem hatte ich mit meinen eigenen Augen miterlebt, wie der Lichtschalter von alleine umgelegt wurde. Natürlich, wenn man nicht dabei war, hört sich sowas komisch an, aber was denkt ihr dazu? Ich stehe bis heute noch hinter der Annahme, dass ich wirklich ein paranormales Erlebnis hatte. Etwas Ähnliches habe ich nur noch mit einem Ouija-Brett erlebt. Was ist das denn? Ouija. Wie spricht man das aus? Jumanji oder was? Egal, Jumanji-Brett. Jumanji was ist ein Ouija-Brett? Warte. Ist das? Ouija. Warte, Google. Gläserrücken oder was? Ach so, das ist dieser Scheiß da, dieses in Horrorfilmen A, B, C. So, ja, ne? Ouija-Brett, okay. Alter. Ouija-Brett. Anscheinend bin ich zu langweilig für die Geister. Liebe Grüße an euch beide, Lena Zombie. PS, ich hoffe, ich kann das Treffen in Berlin. Ich hoffe, Alter, Leute, ich habe meine Brille nicht auf, tut mir leid. Ich hoffe, ich kann an das Treffen in Berlin kommen, Habibi. Da habe ich nämlich Geburtstag und das größte Geschenk wäre, dich zu treffen, Ali. Mashallah, das ist ganz süß. Das ist auf jeden Fall eine Kellerwärterin. Das ist ganz süß. Sowas gibt's nicht. Das ist echt süß. Sag sowas nie wieder. Es gibt keine Kellerwärterinnen. Es gibt nur Slots oder Kellerwerte, okay? Okay. Nur Spaß, meine lieben Freunde. Ich glaube, eine Geschichte geht sich noch aus. Sollen wir eine persönliche Geschichte auswählen? Also von uns beiden eine? Oder wenn du eine hast. Das wäre interessant, glaube ich, oder? So eine. Ja, eine auf jeden Fall. Du hast bestimmt eine. Okay, die ist aber sehr persönlich, okay? So, eigentlich... hau ich sowas nicht raus, aber ja. Egal, scheiß drauf, das ist jetzt ein sowas Podcast. Dafür ist der Podcast ja so exklusiv. Das ist so richtig deep, das werden ja nicht viele Menschen anschauen, scheiß drauf. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, dass ich aus einem Kriegsgebiet komme, okay? Und wenn ihr Horrorfilme schaut und da abgetrennte Beine sind oder Arme oder Blut irgendwo, ist es dort zu der Zeit, also ich bin 1991 geboren, und der Höhepunkt des Kriegs war damals 1991, genau wo ich geboren wurde.
Und 1996 nochmal. Also das ging 3-4 Jahre, dann war es 1-2 Jahre leise. Und 1996 hat es wieder angefangen, bis 2000 irgendwas. Und wir haben in einer Gegend gelebt, wo es eigentlich sehr, soll ich sagen, stark bewohnt war. Und ich kann mich noch erinnern, ich war ganz klein, also wirklich klein. Ich glaube, ich war damals 1995 4 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr euch, obwohl ihr so kleine Pisser wart, an bestimmte Sachen ganz genau erinnern könnt, so an manche Sätze oder an eine Tat. Ja, sowas kenne ich. Ja. Ich erinnere mich 1:1 an eine Oma. Und das war so ein Wohlstandsviertel. Das war wirklich so ein Reichtumviertel. Da hatte nicht mal viele Leute Geld, sich ein Haus zu kaufen oder so. Und mein Vater ist halt sehr reich gewesen damals. Er hatte eine Fleischfabrik mit 900 Mitarbeitern, also das ist genug Geld. Das ist genug. Er hatte zum Beispiel jetzt, es gab eine Limousine von Michael Jackson, so eine pinke Limousine mit goldenen Schlüsseln. Er hatte sie just for fun gekauft, okay? Also okay. Ja, so reich war er halt. Und durch den Krieg dann später hat er das alles verloren, aber das ist egal, das hat nichts damit zu tun. Auf jeden Fall waren wir halt deshalb in diesem Viertel. Und ich habe halt draußen gespielt. Und diese Oma, da gab es eine sehr arme Oma, die niemand beachtet hat. Die ist einfach auf der Straße gewesen und hat diese Sonnenblumenkerne gegessen. Und mit der hat halt niemand geredet, jeder hat sie gemieden und so. Und ich habe ihr einfach mal so Rubel, ich weiß nicht, das ist Währung, russische Währung. Ich hatte ein paar Rubel und ich habe ihr das halt einfach, ich weiß nicht, wie ich es ihr gegeben habe. Also ich habe echt keine Ahnung, wie ich es ihr gegeben habe. Weil du ein Ehrenmann bist. Sie hat mir irgendwie leid getan. Dann habe ich ihnen einfach ihr diese paar Rubel geschenkt. Einfach so, ich wollte ihr das geben. Ich dachte, ich tue was Gutes als Kind halt. Ich weiß nicht, so, man ist halt als Kind ein Kind. Also habe ich ihr gegeben. Und die hat mich dann sehr komisch angeschaut und so richtig angsteinflößend. Also ich hatte wirklich Angst bekommen, als sie angefangen hat zu reden. Weil niemand hat irgendwie je gehört, wie sie redet. Und stellt euch vor, ihr geht jeden Tag raus und spielt Sandkasten oder irgend so einen Scheiß. Und irgendwo in der Ecke ist so eine Oma und sie hat noch nie ihren Mund aufgemacht. Und da hat sie halt das erste Mal irgendwas gesagt. Das ist creepy, Alter. Also ich habe mich angeschissen und die hat mich irgendwie so ziemlich hart auf meinen Unterarm gehalten. Und irgendwie so meine Hand so umgedreht und so angeschaut, als ob sie Handfläche lesen würde, aber sie hat sie nicht gelesen. Einfach so umgedreht und dann in die andere Richtung gedreht. Und sie hat dann gesagt, das Land, in dem du lebst, wird nächstes Jahr untergehen, obwohl es niemand erwartet. Also Tschetschenien damals. Ich schwöre auf alles, ja. Jeder hat halt gemeint, die ist verrückt. Der hat gesagt, es wird untergehen und ihr müsst es euch jetzt so vorstellen, dieser Viertel, wo ich gelebt habe, es gab dort noch nie Krieg. Also es hat dort noch nie Krieg gegeben. Also auch in Kriegszeit 1991, das war so wie ein Diplomatenviertel, das war unantastbar. Das war voller Armeen und alles, da konnte man nicht rein, okay? Weil da diese Leute wie Präsidenten oder Politiker gelebt haben, sogar Menschen aus Russland, weil dort in der Nähe Wasser und das alles war. Es war halt abgeriegelt, also es war wirklich ein reicher Viertel. Und die hat dann halt gesagt, du kommst aus einer wohlhabenden Familie, aber nächstes Jahr wird dein Leben komplett runtergehen. Also du wirst nichts mehr haben. Und es gibt Menschen, denen Gott Wohlhabenheit schenkt von ihrer Geburt an. Und es gibt Menschen, die sich das selber erkämpfen müssen. Und du wirst ganz unten landen. Also ganz, ganz unten. Und dann hat sie nichts mehr gesagt, okay? Also ich habe das einfach vergessen. Meine Mutter erzählt. Und was meinst du mit komischer Stimme? Hat die eine komische Stimme gehabt? Sie hat halt sehr komische, so von alten Frauen halt. Kennst du das, wenn sie kaum reden können? Ja. So halt, also so richtig komische Stimme. Und genau ein Jahr später ist ein brutaler Krieg ausgebrochen. 1996, ein unnormaler Krieg. Fast alle Politiker wurden getötet. Persönlich auch von Familie und so sind auch. Also ist das eingetroffen, was sie gesagt hat? Sozusagen, ja. Und man muss sich das vorstellen: von einem Tag auf anderen hatte dann meine Familie nichts mehr. Heftig, Alter. Nichts mehr, okay? Und
Krasse Geschichte, Mann. Das wissen auch vielleicht nicht alle. Also ich will das jetzt nicht alles so direkt erzählen. Aber viele wissen ja, wenn ich so Fotos poste, mein rechter Arm und Schulter und so, das ist ja verbrannt. Eigentlich ist mein halber Körper verbrannt, also auf Bein, Brust und Oberarm. Und als ich klein war, war es noch viel größer. Also das alles, das war komplett halber Körper, aber wenn du wächst und deine Haut sich auszieht, wird das alles minimal kleiner. Ja. Und im Nachhinein betrachtet, dachte ich halt an die Worte so zurück irgendwie. Natürlich kann sowas einfach ein Zufall sein und damals wussten Menschen schon, dass bald Krieg ausbrechen wird und das alles. Aber irgendwie, wenn dir jemand sowas erzählt, auch als Kind vergisst man das halt irgendwann mal nicht. Und man muss auch zugeben, wenn ich rückblickend auf mein ganzes Leben schaue jetzt, also ich habe 3 Brüder und eine Schwester und danach war Vater eigentlich sehr selten da, also fast kaum eigentlich, weil er andere Sachen zu tun hatte. Und ich musste wirklich halt dann für die irgendwie sorgen. Also tue ich bis heute noch. Also das ist echt krass irgendwie gewesen. Also ja. Mann, Alter, jetzt fing das ja doch noch richtig schön ernst an zum Schluss. Ja, also mega geile Geschichte. Ich will da nicht alles erzählen, halt so, was mit manchen Familienmitgliedern getan wurde oder. Also, ja, ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen. Das will ich einfach nicht. Ja, das will ich einfach nicht, das mehr. Also. Aber Respekt, dass du das so raushaust jetzt. Also, das wusste ich auch noch nicht. Das sind halt so VIP-Menschen hier gewesen, okay? So an euch. Ja. Ja, deshalb irgendwie sage ich sehr oft, immer wieder: Es gibt Menschen, die Horrorgeschichten anschauen und irgendwie so, keine Ahnung, das als Entertainment anschauen oder sich daran aufgeilen oder ihre Probleme als Probleme sehen. Aber stellt euch vor, ihr seid 4 oder 5 Jahre alt oder 6 und euer Spielplatz, wo ihr mal gespielt habt, ist irgendwie so volle Leichen. So ganz normal. Die räumt niemand weg, weil die zu verbrennen kostet euch einfach und da ist niemand mehr, der bezahlt wird. Das ist einfach, du gehst raus und da ist nur Gestank von toten Leichen zum Beispiel. Nicht nur in deiner Stadt, fast in jeder Stadt, okay? Und du bist in deinem Land, nicht mehr in deinem Land. Also, das ist halt, ja. Manchmal kann das Leben wirklich eine Horrorgeschichte sein und deshalb genießt das Leben, was ihr hier lebt. Und Leute in Europa schätzen das nicht. Schätzt das, was ihr habt. Die kennen das ja auch, das ja auch nicht an. Man soll die größten Pisser, die mir auf die Eier gehen, sind diese Ausländer, die angeblich aus irgendwelchen Kriegsgebieten kommen und hier geboren wurden und auf den größten Wohnzimmerterroristen tun. Und irgendwie so irgendwem zusammenschlagen oder, keine Ahnung, für schlechte Artikel in den Zeitungen sorgen. Und dann sieht man aber jeden Ausländer als solches. Aber ein Mensch, der wirklich Schwierigkeiten erlebt hat und Schweres gesehen hat, wird niemals, niemals irgendwie wie ein Tyrann handeln. Weil er Tyranne wirklich miterlebt hat. Weiß er, was Barmherzigkeit heißt. Und deshalb, seid kellerwärterisch und. Genau, und seid immer bei der Klassenfahrt und Kellerfahrt dabei. Ja, Mann. Nee, finde ich eine gute Einstellung. Für mich ist auch Mensch, Mensch. Ich kenne solche Leute und ich kenne solche Leute. Und da spielt die Nationalität meistens gar keine Rolle. Ja, das ist genau so, wie es der Bruder sagt. Ein Mensch ist immer ein Mensch und er wird immer ein Mensch bleiben. Und irgendwie ist er sehr deep reingerutscht hier. Und Mann, das war eine schöne Geschichte. Meine erzähle ich dann am nächsten Freitag. Ich kann jetzt aber noch eine kleine erzählen. Ich hatte mal mein Smartphone in der Hand, musste niesen und habe aus Versehen Bibis Beauty Palace abonniert, Dicker. Für 3 Sekunden, Alter. Das war meine Horrorgeschichte. Scheiße. Also ich habe jetzt komplett 3 Tage die Finger gewaschen. Ich habe jetzt komplett meine ganzen Erlebnisse vergessen. Also das ist echt Das ist echt. Ja, wir würden sonst den Rahmen sprengen. Der Rest kommt nächsten Freitag. Freue mich drauf. War eine richtig, ich freue mich auch. Schickt auf jeden Fall mehr Horrorgeschichten auf bitte. Die E-Mail. Und schickt auch normale Real-Life-Stories von euch. Wir machen auch einen Real-Life-Story-Tag. Und wir haben uns noch von einem Zuschauer überlegt, der hat es uns geschrieben. Also er gesagt zu Billy. Der hat gemeint, die Zuschauer sollen euch Rap-Lines schicken. Und diese Rap-Lines sollt ihr bewerten. Also von einer Skala 1 bis 3. Wir könnten das sogar
vielleicht auf unseren Rap-Kanal bringen, so Part 1 da, Part 1 auf zweiten. Also es wird auf jeden Fall interessant. Ah, ja. Ja, Mann, das ist ja, echt stimmt, was. Das ist ja wieder richtig Rap, ne? Genau, das wäre geil, ja. Also schickt auch das. Ey, Digga, das ist voll die gute Idee, Mann. Das ist echt geil, ja. Schickt auf jeden Fall das auch. Und Zuschauer halt einfach, Rap-Lines bewerten. Genau, das ist geil. Wir können dir auch vielleicht so richtig amateurhaft vorrappen, Alter. Es wird auf jeden Fall lustig. Schickt sie einfach auf die E-Mail. Horrorgeschichten und Raplines. Wir sind gespannt. Genau. Danke für den Podcast. Ich würde sagen, wir hauen die E-Mail mal in die Informationsvideo-Beschreibung. Genau, genau. Die wartet auf euch dort. Gönnt ihr euch einfach. Und danke, dass ihr auch genau auf diesem Kanal immer unterwegs seid, auch wenn es so spät ist oder so lang ist. Und ab 10.000 Abos habe ich und Billy gesagt, dass wir die Podcasts auch immer aktiv auf Spotify hochladen werden. Wenn ihr im Bus seid oder Autofahrt, irgendwo lang gefahrt, könnt ihr euch das geben. Ja. Und also ihr habt es in der Hand. Ihr macht uns groß und wir können mehr draus machen, komplett für die Community. Ist einfach so. Genau, Habibis. Und ich gebe jetzt mal den letzten Wort den lieben Billy und seiner Mutter. Und ja, es war mal wieder eine Ehre, hier zu sein. Ich werde euch die E-Mail gleich noch in die Box reinpacken, also in die Informationsvideobeschreibungsablage. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Mois? Wünsche ich gute dir auch, Nathan. Warte, Mom, willst du noch was sagen, Mom? Mois ist ein unfassbar wunderbarer Mann, Billy. Und die Geschichte gut. Ja, Mom. Bye, bye, Leute. Bye, bye. Gute Nacht, Leute.